Hallo Freunde, willkommen zu einem etwas besonderes Let's Play. Was ich aber, als es rauskam, jetzt unbedingt machen wollte, ist das alte Star Wars Battlefront 2, die Kampagne zu Let's Playen. Einfach nur, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich fand es mega geil. Ich weiß, es hat überhaupt nichts mit meinem Kanal eigentlich zu tun, mit Dinosauriern, Jurassic Park oder sonst was. Ihr braucht es ja nicht mitzugucken, aber wenn ihr Star Wars Battlefront 2 und Star Wars Battlefront 1, das Originale für PlayStation 2 damals noch, feiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, und jetzt fangen wir auch schon an. Neues Spiel. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Hoppala. Ich wusste nicht, dass da Copyright-Musik kommt. So, auf Mangito gehen wir jetzt. Zwischen den Ruinen. Im weiteren Verlauf des Krieges wurde die 501. immer öfter auf heiklere Missionen geschickt. Als wir das von Bomben zerstörte Megiddo erreichten, dachte unser Jedi-Commander, wir sollten einen Droiden-Energiekollektor ausschalten. Was Ki-Adi-Mundi nicht wusste, war, dass unsere Einheit der 501. hinter einer experimentellen megiddischen Energiequelle her war, die der Kanzler für seinen Superlaser brauchte. Mundi im Dunkeln zu lassen, war nicht einfach. Der Jedi war dem Kanzler gegenüber zunehmend misstrauisch geworden und war auf der Hut vor dem kleinsten Anzeichen eines Verrats. Aber wie die anderen hatte er keine Ahnung, was wirklich vor sich ging, bis es viel zu spät war. So, los geht's. Ah, schön hier zu sein. Schön hier zu sein. So, legen wir los. Ach, kommen Sie. So, zack, gehen wir hier rüber und dann schnell dahin. Wo ich hänge. Moin. Ah, lauf. Schnell, schnell, schnell laufen wir. Oha. Könnte ein bisschen fixer sein, die Steuerung. Steuerung. So, Empfindlichkeit. Machen wir mal auf 5, 5. Mal gucken. Weg mit dir, Droide. So, in den Klonkrieg befinden wir uns. Episode 3 konnte man ja die Schlacht auch schon sehen. So, jetzt müssen wir die Geschütze wegmachen. Nichts lieber als das kriegen wir doch hin. So. Oh, jetzt darf ich Jedi Meister Ki-Adi-Mundi spielen. Wo sind denn die ganzen Gegner? Da hinten kommen sie. Dann nehmen wir erstmal hier ein. So, schnell einnehmen. Energy Collector, we have to penetrate their shield barricade. So load up and move out.
Take down the core shield by destroying the generator. Na, irgendwie mit der Macht. Ich geh drauf. Klammergestelle. Dann rennen wir mal schnell. Ich glaube, da war es auch mit dem ersten Folge dieses Videos. Ja, die Schlacht ist schwer am Gange oben, Panzer. Holy! Stirbt! Weil ich hab nur. In der nächsten Folge gucke ich mal, ob ich die vielleicht was schwieriger einstelle. Tja, Leute. Das soll es auch schon gewesen sein. Ja, warte, das sind gerade mal 6 Minuten. Ja, machen wir noch eine Folge. Eine. Lass mal noch eine dranhängen. Gut. Oder Raubschlacht. Im Laufe der Klonkriege wurden immer mehr Bodenlegionen zum Raumkampf gezwungen. Darunter die Streitkräfte der 501. Monatelang verbrachten wir jede Stunde unserer Freizeit im Simulator und bereiteten uns darauf vor, unseren Feinden in einem Cockpit in 170 zu begegnen. Endlich kam der Tag, an dem wir unsere Sporen verdienten. Die KUS hatte es gewagt, Kanzler Palpatine zu entführen. Und eine Flotte Separatistenschiffe geleitete sie von Coruscant fort. Da nur wenige erfahrene Piloten auf dem Planeten waren, wurden viele aus der 501. gezwungen, die Separatisten zu vertreiben. Und so zwei Jedi-Rittern Zeit zu geben, den Kanzler zu retten. So. So, jetzt müssen wir die zerstören. Ui. Komm her. Ah, haben wir erwischt. So, den haben wir. We've got a banking clan ship acting as a frigate for the droids. Destroy it. So, das zerstören. So. Focus your fire on the main CIS ships. We need their shields down as quickly as possible. Verdammt, ich wollte reingehen. Verdammt! Aber so kann's kommen, Leute, so kann's kommen. Aber warte, wenn ich jetzt reingehen will, von innen zerstören möchte, dann wäre es besser, wenn ich einen Soldaten nehme.
oder Marine, weil er hat die bessere Waffe dafür. Ich probier's. Einmal probieren wir es und sonst machen wir es auf die normale Art. Habe ich es einfach dumm angestellt oder darf man jetzt einfach noch nicht rein? Machen wir es auf die normale Art und Weise. Man kann nämlich auch das gegnerische Schiff. Nehmen wir den Pilot, weil der kann unser Schiff verteilen. Das ist ganz praktisch. So, jetzt darf ich rein. Schnell rein. Solange die mich nicht angreifen, greife ich die auch nicht an. Ah. Yay! Was ist halt die Scheißwaffe? Yay! Moin! So. Zerstören Sie die Brücke des Kreuzers der. Danke. Oh! Boah, Alter, da kommt er ans Kotzen. Well done, gents. With flying like that, the Republic is well on its way to victory. So, Leute, das soll es aber gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal und ciao.